So, eigentlich will ich schon seit einiger Zeit wieder zu Jesus und unserer Tour durchs Markus-Evangelium gehen. Aber sobald ich das irgendwie vorbereiten will, kommen mir wieder weitere Fragen in den Sinn. Und ich habe eine Passage im Markus-Evangelium gefunden, wo Jesus gleich 10 Fragen hintereinander stellt. Und die möchte ich dir jetzt auch stellen, beziehungsweise ich werde auf eine Frage hinterher zu sprechen kommen. Die Situation ist beschrieben in Markus 8 und es ist folgendes eben, die Jünger sind unterwegs mit Jesus und es ist so gegen Abend und sie haben vergessen, Brot zu kaufen. Sie hatten das zweite Speisungswunder gerade erlebt und dann hören sie plötzlich, wie Jesus zu ihnen sagt, hey Freunde, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Sie hören jetzt nur Sauerteig und denken, unser Rabbi will uns jetzt so hintenrum ein bisschen rügen, dass wir Brot vergessen haben und dass wir eben einfach ja, einen Fehler gemacht haben. Und deshalb spricht er jetzt vom Sauerteig im geistlichen Sinne. Aber Jesus meinte das gar nicht, er meinte tatsächlich eben den Sauerteig der Pharisäer, weil Jesus kurz vorher mit den Pharisäern eine ungute Diskussion hatte. Und er sagt, Leute, passt auf, dass ihr, passt vor diesen unguten Diskussionen auf. Und dann schaut er sie an und sagt, hey, Freunde, und jetzt kommen so die einzelnen Fragen, was macht ihr euch für Gedanken? Dann fragt er, lernt ihr überhaupt nicht? Was begreift ihr eigentlich nicht? Und dann sagt er eben, weil er wusste, sie machen sich Sorgen über das Brot, eben, wann lernt ihr endlich daraus? Dann fragt er sie eben, Freunde, als wir zusammen waren vor einigen Tagen, Wochen und dort diese Speisung der 5000 Männer war, wie viel Brote hattet ihr da übrig? Und dann erzählen sie, ja, 12 Körbe voll Brot. Und dann fragt Jesus, und dann hatten wir jetzt gerade diese Speisung mit den 4000 Leuten. Wie viele Körbe hattet ihr da über? Und dann geben sie ihm Antwort, 7. Und dann wieder diese Frage, Leute, lernt ihr denn gar nicht? Ihr macht euch Gedanken um ein Brot, das ihr jetzt habt. Und wir sind nur eine kleine Truppe. Begreift ihr gar nicht, was zu welchen Möglichkeiten ich bin? Oder zu welchen Möglichkeiten ich fähig bin. Und diese Frage möchte ich dir so stellen. Begreifst du wirklich nicht, was alles in deinem Leben bereits passiert ist? Und diese Frage soll jetzt nicht anklagend klingen, sondern die stelle ich mir genauso. Wann lernen wir endlich daraus, dass wir uns zum Beispiel keine Sorgen machen müssen? Mir fällt immer wieder bei dieser Frage dieses Lied ein von Joachim Neander. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott bereits über uns Flügel gebreitet? Warum vertrauen wir ihm nicht? Warum glauben wir immer wieder den Negativerfahrungen oder den Negativstimmen in uns oder den Negativstimmungen in uns? Oder halt, was Leute erzählen? Glaube ist Vertrauen. Und Vertrauen setzt immer voraus, dass wir jemanden kennen. Dass wir nicht nur einfach an Gott glauben, so wie viele an Gott glauben, sondern dass wir ihm vertrauen, weil wir ihn kennengelernt haben. Ich habe am Montag die Textstellen gelesen von den Sorgen. Und hier frage ich dich einfach nochmal, wann begreifst du, dass du wichtig bist in Gottes Augen, dass du geliebt bist? Dass er für dich sorgt, dass er alle deine Bedürfnisse kennt, dass er weiß, was in dir abgeht und dass er auf deiner Seite steht. Wann begreifst du endlich, dass du ein wertvolles, nicht nur ein wertvolles Wesen bist, sondern ein wertvoller Mensch, ein Sohn, eine Tochter, ein König, eine Königin, wie immer Gott dich tituliert? Und wann nimmst du es endlich an? Einfach so mit dieser offenen Frage, ich werde dir keine Antwort geben. Ich muss für mich selbst die Antwort geben. Wenn ich so an meine Zukunft denke, wenn ich so an dies denke, was auf uns zukommt, da muss ich mir selber eine Antwort geben.
Und ich möchte Gott sagen, ich begreife so langsam, du bist vertrauenswürdig, dir kann man wirklich glauben, dir kann man Vertrauen schenken. Die Jünger haben das getan, ich werde es tun und du solltest es auch tun. Wir sehen uns wieder am Freitag und vielleicht ist mir bis dahin nochmal eine Frage eingefallen oder aber wir gehen dann wieder mit Jesus on Tour ins Markus-Evangelium. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis dann.